Hallo Leute, hier ist der Lois LP von Team German MC und auf Anfrage von jemand, einem User, baue ich heute ein Tic-Tac-Toe in Minecraft. Alles automatisch mit Redstone. Also als erstes kommt hier Wolle hin, das ist eigentlich egal, was man hier hin macht. So, jetzt kommt hier eine Redstone-Lampe hin. Hier, 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 hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Und so. So können die nämlich hin. Dann kommt da drüber Wolle. So. Jetzt kommt hier nach hier oben auch 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Und jetzt hier auch noch 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt mache ich mal schon Times a Day. Damit man auch mehr erkennen kann. Hier oben kommt wieder so eine Linie hin. Und jetzt kommt hier über ein Redstone-Fackel. So. So. Weiter geht's. Nun die nächste Redstone-Lampe kommt hier hin und hier hin. Und das gleiche hier oben auch. Erstmal so. Kommt hier eine hin und hier eine hin. So. Und jetzt kommt noch erstmal hier eine Schicht rüber. Und hier eine Schicht rüber. Und hier noch eine. Das kannst einmal so ein X anzeigen oder mit den drei, deine drei, deine drei, deine drei ein Kreis. Und jetzt brauche ich die Redstone-Leitungen mit Wolle. Also kommen hier erstmal hinter jedem solche Teile. Das wird es hier ziemlich eng. Mal gucken, wie man das am besten mit Redstone verbindet. Und es sollte den Bereiche bleiben, denn da kommen, das ist ja nur ein einziges Feld. Wir brauchen das ja noch achtmal nochmal. So, am besten verbinden wir jetzt. Hier mache ich einen Repeater davor, keine Ahnung, brauchen wir eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Verbinden erstmal die drei hier. Die müssen ja auf jeden Fall verbunden werden. Genauso wie diese hier oben. So. Zack und zack. Hätte man die beiden. Die da müssen auch noch verbunden werden. Das macht man am besten mit einer Redstone-Fackel. Heißt, hier kommt eine Redstone-Fackel hin. Zack. Zack. Und einmal mal. Fail. Das lasst man einfach mit einer Redstone-Fackel. Da kann man auch einfach so machen. Und zwar wird das so verbunden. So. Und hier geht's nach oben. So. So. Bam, bam, bam. Na, warte mal. Das hier muss nach da. Fail. So. Dahin und das hier kommt hier weg. Bis dahin. Zack, zack, zack. Wenn man jetzt hier anschaltet, auf, dann geht die nicht an. Sehr gut vorbereitet. So. Also. Ah ja. Hab's falsch gemacht gerade. Hier kommt eine Redstone-Fackel hin. Ich mach das hier an. Und dann kommt hier eine Redstone-Fackel hin. Diese geht aus. Und hier kommt dann, warte, den Block hier, eine Redstone-Fackel hier hin, die geht da an und dann geht's zack. Genau so ist es.
das müssen wir jetzt hier drüben genauso machen. Also kommt hier eine Redstone-Fackel hin, die baut es hier oben. Dann kommt hier hinten ein Block dran, da baut diese Redstone-Fackel an einen Block hier oben drauf. Oben drauf, habe ich gesagt. Und er baut diese Redstone-Fackel und diese macht das hier an. So, Selma schiebt die drei an und die drei hier oben. Jetzt müssen die noch miteinander verbunden werden. Diese werden hier mit verbunden. Zack. So. Und so, dann wenn das jetzt angeht, dann geht hier alles aus. Genau. Jetzt müssen wir noch die hier von hier oben nach hier unten bringen. Das können wir aber erstmal diese hier unten am besten. So. So verbinden und hier auch so werden die verbunden. Dann müssen wir jetzt noch die von hier oben nach hier unten bekommen. Das geht ganz leicht, wenn man es einfach hier eine Redstone-Fackel setzt, wird das, wenn das hier gebaut wird, muss hier noch ein Repeater hin. Dann geht es da hinten hier an, die Redstone-Fackel geht aus und warte mal, das muss hier hin, so zack, muss hier das hier hin, eine Redstone-Fackel hier, wenn es hier dann angeht, die Redstone-Schmuck geht aus, die Redstone-Fackel geht auch aus, dann kriegt hier Blöcke drüber, ganz nach oben. So, bis hierhin. Und dann, zack, die Redstone-Fackel ist an. Kommt hier hin, Redstone kommt hier und zack. Und nun hätten wir alle an, außer da unten, warum auch immer. Genau, hier muss noch ein Repeater hin. So, jetzt hätten wir die Kreisform schon mal fertig. Der Output für die Kreisform ist hier. Jetzt müssen wir noch das X hier hinbekommen. Können wir jetzt auch wieder diese hier verbinden erstmal. Hier und hier. Hier. So, zack. Und die hier auch. Das wird es ein bisschen eng hier hinten, aber das müsste schon gehen. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, diese hier in der Mitte geht ganz leicht zu verbinden, einfach so. Bam. Bam, und dann zack. Und warte, welche haben wir noch nicht? Die hier unten jeweils. Hier kommt der Block hier weg. Der Block. Dann kommt so. So und so. Kann man es hier zum Beispiel machen. Die Wurzelfacke nach oben. Hat ja hier nach hinten eigentlich genügend Platz. Zack. Und dann muss es noch mit dem hier oben verbunden werden. So, so, so. Dann kommt hier ein Block hin. Das baut das ja noch. So, dann muss man nach unten gehen. So. Zack. Und kann mit dem hier verbinden, geht nach da hinten. Und hier muss man noch aufpassen, weil die Redstone-Fackel baut den Block hier, das darf natürlich nicht sein. Deswegen muss hier noch ein Block nach oben gehen. Wenn die Redstone-Fackel weg wäre, dann würde es auch ausgehen. So. Jetzt machen wir das gleiche noch nach hier drüben. Zack, hier wird aufpassen. Der Block hier muss zu sein. Dann geht es nach hier und da. Ist noch verbunden. So, das reicht gerade so aus. Perfekt. So, kann man mal gucken. Das war der Schalter mal die Redstone-Fackel hier aus. Dann kann man es besser sehen. Das sind die beiden Power. Die haben wir eigentlich schon verbunden. Müssen wir nur noch nach unten verlegen. Und zwar
kann man es einfach so machen. Zack. Und jetzt noch. Warte. Das kommt jetzt hier raus. So. Und so. Dann verbindet man das hier nach oben. Macht hier mal einen Repeater hin. Wahrscheinlich wird es nicht langen. Und jetzt muss hier natürlich noch ein Redstone-Signal reinkommen. Mit einem Repeater natürlich. So, dann geht das hier oben nämlich aus. Muss man hier oben noch so hinsetzen. Und hier auch noch. So, und dann sind die beiden an, ist noch das hier unten, das geht auch ganz leicht. Ja, das habe ich noch falsch verbunden, deswegen so. Jetzt sind nämlich die alle an. So, so sieht das jetzt von oben aus. Und es ist wieder Nacht. Hier ist dann die Spur für den Output vom, wenn man das X anzeigen will. Und wenn das hier aktiviert ist, dann ist der Kreis. Die kann man es auch noch hier nach oben bringen. So. So zum Beispiel. So und so. Ja. Und dieses muss man jetzt nur noch 8-mal hinbauen. Also dahin. Und dann sehen wir uns dann wieder, sobald ich das alles gemacht habe. Hey Leute, und willkommen zurück zu dem Tic-Tac-Toe in Minecraft. Ich habe es hier gerade nochmal getestet, ob alles geht. Ich habe es alles hingebaut. Und die Fackeln hier können jetzt wieder weg. So. 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 So und so. So und so. Also ich habe hier einfach, das hat mir besprochen, wie man das hier baut. Das habe ich einfach hier nochmal 8-mal nochmal hingebaut. So, jetzt würde ich sagen, wir machen, nehmen Hebel. So und machen hier jetzt so eine Art Hebelwand hin. Hier kommt ein Hebel. Hier kommt ein Hebel. Und hier kommt ein Hebel. Hier reicht man auch alle vom Boden aus. Dann passt es. So. So. Und das ist sozusagen das hier links oben, ist das hier oben. Hier links oben. So, und das ist, sagen wir mal, X. Und nun, einfach mal hier hinten die ganzen Spuren nehmen. Oder Fail. So. So. Wir gehen hier unten entlang jeweils immer. So, und jetzt müssen wir einfach denn hier links unten, rechts unten, also der hier, dann müssen wir jetzt so dem hier hinlegen, zu dieser Leitung, so führen wir die Leitung hier rüber und tun hier überall Redstone hinlegen, so, dann noch Repeater dazwischen, was auf jeden Fall geht. Hier nochmal eine, zur Sicherheit nur. So, dann geht's weiter. Denn hier gehört zu dem da. Und da müssen wir es jetzt einfach gleich machen. So, auch wieder das weitere Signal. Hier legt es nach da. So, baut hier einfach eine Brücke drüber. So. Dann geht nach hier drüben, bis man hier zu dem Redstone-Signal kommt. Hier kommt es auch wieder überall Repeater hin, damit das auch auf jeden Fall funktioniert.
So, lieber zu viel als zu wenig. Weil ich glaube nicht, damit ihr das im Survival-Modus aufbaut. So, und jetzt kommt noch das letzte Kabel. Auch wieder nach hier verlegt. So. Eine Brücke über diese beiden. Und dann geht's nach da. Geht's hier geradeaus weiter. Und zu dem da hinten. So. Und wieder Repeater hin. So. 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 Und ich spiele ja auch auf der 1.7.2. Der neuesten Version, die derzeit draußen ist. Und dann müsste es auch gehen, wenn man zum Beispiel jetzt den Schal hier unten rechts drückt, leuchtet hier das X auf. Dann kann man den hier drücken, dann leuchtet da das X auf. Wobei gerade der in der Mitte nicht leuchten will, warum auch immer. Ja, weil ich hier vergessen habe, einen Repeater zu setzen. Das kann natürlich mal passieren, aber das merkt man ja dann immer gleich. So, und dann das letzte leuchtet auch auf. Okay, und jetzt müsst ihr einfach mit deinen allen hier das verbinden. Also hier rechts in der Mitte kommt zu dem, rechts bei der Mitte kommt zu dem und links in der Mitte kommt zu dem, rechts oben kommt zu dem, Mitte oben kommt zu dem und links oben kommt zu dem. Also eigentlich ganz leicht. Und ja, wir sehen uns gleich, sobald ich das für die Seite gemacht habe. Und ja, bis gleich. Ja Leute, ich habe jetzt hier alles gemacht für diese Seite. Man sieht, je nachdem welcher Schalter es aktiviert ist, also ich kann jetzt mal alle Schalter hier deaktivieren. So, dann ist hier nichts an. Wenn ich zum Beispiel den Schalter hier in der Mitte anmache, dann geht das hier an. Wenn ich den Schalter da oben anmache, dann dauert ein bisschen länger, dann geht das jetzt an. So, und hier habe ich es einfach die Leitungen hier entlang gelegt und zu dem jeweiligen Teil hier gemacht. Bei der nächsten Reihe habe ich hier mit so Treppen nach oben gemacht und beim letzten, da es ziemlich arg hoch ist, habe ich es einfach mit solchen, ja, so eine Western Fackel, dann Block drüber, dann wieder eine Western Fackel, wieder ein Block drüber. Oder wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr, wie die Western Fackel aus und angehen. Ja, das habe ich jetzt zu allen verbunden und das gleiche muss man jetzt nur noch auf der anderen Seite machen für den anderen Spieler. Der, wo dann die 0 hat. Es gibt ja immer x und 0. Das ist jetzt für x. Und das andere muss man jetzt auf der gleichen Seite machen für 0. Und ich mache das dann geschwind. Wir sehen uns dann gleich wieder, weil eigentlich ist es ja direkt dasselbe. Und ich habe es euch gezeigt. Ich hoffe, damit ihr es dann versteht. Weil ihr müsst einfach immer nur die letzten Leitungen zu den jeweiligen Teilen ja, hinlegen. Nicht vergessen, einen Repeater dazwischen zu schalten, damit es auf jeden Fall geht. Und falls ihr trotzdem irgendwie Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich mache das für und wir sehen uns dann gleich wieder. Jo Leute, so, und das habe ich jetzt alles aufgebaut. Alle Leitungen miteinander verbunden. Und ich habe es extra nachgemacht, damit dann sieht man die Lichter besser. Und wie gesagt, wenn man hier jetzt irgendwo drauf drückt, geht zum Beispiel das da oben an. So, ich habe nur alles überprüft, ob überall die Lichter richtig angehen und es passt das alles. Und dann kann man jetzt so eine Runde spielen. Also sagen wir mal, der fängt hier an. So, dann kommt der nächste Spieler und tippt ne, da hier unten zum Beispiel. So, und kommt es da hier hin? Macht man das mal in die Mitte, wäre nicht schlecht, gell? Machen wir da Mitte. Und dann spielt er es noch hier. Zack, und da hat er es gewonnen, in dem Fall. Dann kann man alles resetten, indem man die Knöpfe alle wieder nach oben macht. So, und hier noch alle nach oben. Zack, oh, ja. Und, ja. Das war's für die Tutorial. Ich könnte es noch machen, damit zum Beispiel, wenn unten drei oder hier drei oder so zusammen sind, damit im Chat anzeigt,
Spieler X oder Spieler Kreis hat gewonnen. Falls ihr das haben wollt, hinterlasst einfach ein Like bei diesem Video oder einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.